Aber ich habe inzwischen so viel von dem Regenerationszeug, dass ich das nicht mehr lagern kann. Das ist kinda nice, wenn ich ehrlich bin. Weil das könnte ich halt in dem Bossfight benutzen. Was möchtest du von mir, Handy? Nichts Interessantes, okay. Dann mach doch mal hier einen auf Sturmkrieger. Oder vibrier halt durch die Gegend, ist mir auch egal. Links. Invasions, neat. Au, au. Ach, du Kacke. Also das hatte ich irgendwie mal Verlustsplitter farmen wollen. Hier ist definitiv der richtige Ort dafür. Was bist du? Noch mehr Eisen. Eisen ist halt so das, was mir gerade am wenigsten bringt, weil ich das halt einfach bei Coco kaufen könnte. Interessanter Raum. Au. Hier geht's runter. Super, gerade zu gucken, ob ich vielleicht irgendwo wieder so einen fucking Überrest habe liegen lassen. Merkwürdiges Material. Ich weiß nicht mal, für wen diese Quest ist. Schlüssel. Okay, da ist ein Item, was ich übersehen habe, wo ich gerade nicht mal weiß, wo das liegt. Ach, im Auto. Klassische Kamera. Schön. Komm, geh mir aus dem Weg. Hier scheint kein weiteres Ding drin zu sein. Lass mich raten. Den Boss Rüsselwanderer zu nennen, ist definitiv mutig. Der Rüsselwanderer. Da wandert der Rüssel halt. Was ein Name, ey. Okay, habe ich irgendwas übersehen? Nicht so. Ich frage mich halt, für wen das merkwürdige Material ist. Und wenn ich jetzt gleich eh hier vorne raste, kann ich ja mal im Inventar gucken, ob irgendwas dran steht, für wen das ist.
So. Inventar. Wurde es hier nicht mal gelistet? Zeichen der Ehre. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Merkwürdiges Material. Lässt sich kaum noch finden. Okay. Hm. Well, maybe ist das für Dave. Maybe. Wen haben wir hier? Wieder Oliver? Sieht aus wie Olli. Ja, wieder Olli. Kann ich nicht wieder Wassermikro bekommen? Wassermikro war cool. Also die bringen einfach alle nur Eisen, ha? Huh? Gut. Guck mal doch mal, ob der irgendwas zu diesem merkwürdigen Material sagt. Teleport. Ich habe halt immer noch nicht genug, das blöde Einhandding zu meistern. Die geben halt kaum Dunst. Unser Upgrades-Matz ist halt okay, aber sonst? Honestly, I want to jump right into action, but Gregorio Silva assembled it around the military, but the law fighting my please take care. Maybe kann ich das irgendwem traden? A blood veil while you enter it. Es ist keine Kostbarkeit. Es ist definitiv eine Quest, aber ich weiß nicht für wen. Make sure you get back. Interessant. Honestly, I want to. Okay. This is all we've got for available routes. Beide 100%. Was ist mit der Stadt hier? Come back immediately. Es ist nicht duster, ich sehe was. Das ist ja der Wahnsinn. Drei Wege, hä? Huh? Okay, dann fangen wir doch mal links an. Weiß ich jetzt schon, Wuffis, das ist uncool. Und definitiv Mobs, die ein bisschen mehr aushalten, oder? Ja, ein bisschen. Mit euch Wuffis hier. Natürlich, Wuffis gibt immer einen rauen Unmengen. Oh, guck mal, da liegen noch Überreste. Das ist obviously nicht eine Invasion. Nein. Überhaupt nicht. Wie komme ich denn da drauf? Welchen mit Wuffis, ey? Muss das sein? Oh Gott. Komm her. Ich hasse die Viecher.
war ein bisschen härter. Aber vielleicht war es auch einfach die Art der Mobs. Es sind definitiv Mobs gewesen, mit denen ich nicht so ganz klar kam. Okay, da drüben ist noch ein weiterer Weg. Ich wusste nicht mal, dass die ein Follow-up haben auf die eine Attack. Definitiv zu viele von denen gefightet. Was beschützt du? Nee. Man, du hast eine nice Wuffy-Waffe hier. Oh, come on, Wuffy. Please. Das ist eins dieser Games, ne? Du könntest hier in Havel super Rüstung hoch 3000 stehen, ne? Die Wuffis würden dich trotzdem anspringen und du würdest durch die Gegend staggern wie so ein Berserker. Jetzt hergeschossen? Oh mein Gott, den habe ich gerade gar nicht gesehen. Problem solved. Na, lass mich da drauf. Habe ich schon ein Abendbrot-Bajonett? Ich glaube, den habe ich noch nie gefunden. Hm. Okay, was sind das hier für Viecher? Oh, das sind die Ranged-Viecher. Es ist so weird, dass das in Anführungsstrichen Bossfights sind. Es wäre halt nice, wenn das so, ich sag mal, gebuffte Version von denen wären, aber ne, das sind die stinknormalen Mobs. So, da liegt noch ein Item. Was ich übersehen habe anscheinend. Blutmarkierung. Ist noch ein kompletter Pfad, den ich übersehen habe. Ne? Oh, Affen. Sind mindestens genauso nervig wie Wuffis. Mindestens. Okay, da ist der Schlüssel. Oh, diesmal gibt es drei Schlüssel, deshalb gibt es drei Wege. Okay. Ich meine, es wäre halt super nice, wenn ich hier irgendwo, was brauche ich für Szene-Upgrade? Ich glaube, was war's? Wolfram? Königin Wolfram finden würde. Aber ich wage zu bezweifeln, dass das einfach so rumliegt. Jetzt erstmal den Ranger hier hinten. Hoppa, na, zu kurz. Hi. Wow. Das war der langsamste Schwung mit deiner Keule, den ich je gesehen habe.
Sie hat angefangen zu schwingen und ich hätte gefühlt dreimal rollen können und dann hätte ich mich erst getroffen. Wow. Wow. Ich will nicht mal Parries. Ich glaube, Parries. Backsteps. Ich glaube, Backsteps sind gerade langsamer, als wenn ich sie einfach so kill. Wow, noch eine Invasion? Oh, du kriegst auf jeden Fall Kram doppelt. Das ist interessant. Weil dieses Booger-Rally-Ding, was ich gerade bekommen habe, habe ich damals schon mal Louis gegeben. Da erinnere ich mich noch dran. Fucking Wuffies. Wie meine Position gerade gelockt war, was? Das war super merkwürdig. Ich habe gerade eine Rolle gekriegt in eine Richtung, wo ich nicht mal ansatzweise hingedrückt habe. Oh Gott, noch mehr? Mal den Punkt, wo in welchen es wieder anfangen, ewig zu werden, ha? Der war noch nicht mal gespawnt. What the hell? Na klar, kommen da noch mehr. Oh Gott, hör auf, so langsam zu swingen. Das verwirrt mich. Ach, ey. Manchmal ist es so nervig, Kram aufzuheben. Das liegt einfach daran, dass ich die Tasten anders gebunden habe. Ich bin froh, dass ich die anders gebunden habe, sonst würde ich nie ausweichen. Ich würde immer alles fressen. Weil wenn du auf X attackst und auf B ausweichst, das ist irgendwie... Es ist einfach ein weirder Griff auf dem Controller, meiner Meinung nach. Ich meine, ich hätte es einfach komplett auf Dark Souls umstellen können, aber... Sehe ich jetzt nicht so den... Da kann ich nicht lang. Hier lang. Nein. Wuffy, please. Talente-Axt, ja? Interessant. Okay, da hinten ist Boss-Dings. Und du bist actually tot. Auch eher selten. Oh Gott, wie die alle nur Eisen droppen. Das heißt, ich habe jetzt basically drei Dungeons gefunden, wo nur Eisen droppt. Das ist super weird. Oh, ich
Ich dachte, er hat den Schlüssel gedroppt. Mir fehlt auf jeden Fall der Schlüssel hier, oder? Gott, ich muss einfach mal darauf achten, was ich aufsammle. So, diese kleine Anzeige rechts an der Seite übersehe ich halt echt gerne mal. Aber es scheint nicht so, als ob ich irgendwo was habe liegen lassen, laut Karte. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Haben wir noch einen weiteren Branching Path hier. Oh, noch mehr Wuffis. Niemand mag Wuffis. Oh, noch mehr Meisterkram. Was kriegen wir hier? Blitzverstärkung, sure. Das ist halt cool, dass du diese Meisterdinger finden kannst. Ich scheine halt echt nur hier drin zu sein. Oh Gott, was ist mit dir los? Bist du Ultra Dark Vader? Au. Schon wieder diese Ultra Delayed Keule. Oh, da ist noch ein Schlüssel gewesen. Vielleicht hat der Path hier einfach zwei Schlüssel. Das wäre definitiv möglich. Schon Boss. Okay. Mein Gott, das ist ein Boss mit Wuffis. Bitte töte mich, ey. Dazu. Habe ich einen Weg übersehen? Nope. Das heißt, ich müsste alle Schlüssel haben. Müsste. Glaube ich zumindest. Die Kisten ist nix. Da in der Ecke ist nix. Da drüben ist auch nichts und hier war ein Wuffi. Schauen wir doch mal, ob ich alle habe. Spiel sagt, ich habe alle. Nice. Oh, hi. Echt schön Boss, hä? Ich sollte vielleicht nicht jeden Hit facetanken. So ein paar kann ich facetanken, aber nicht alle. Du magst kein Feuer, ha? Huh? Das ist actually hart zu spielen, weil ich die nie alleine gefightet habe. Oh mein Gott.
Habt ihr auch Openings in der zweiten Phase? Und deshalb bin ich kein Freund von diesem Partnersystem. Das ist ein Boss, den ich mit einem Partner gespielt habe und er macht mich gerade so platt. Ich habe halt überhaupt keine Dodge-Timings bei ihr. Null. Zero Muscle Memory. I see. Holo. Ach komm, sterb doch einfach, du hast gefühlt 1 HP. Yeah! Der Feind war actually knackig. Aber hier ist auch nichts dran, okay. Das heißt, das Ding hier haben wir dann auch fertig. Krasser Scheiß. Definitiv krasser Scheiß. Na komm. Okay. Honestly, I want to jump right into it. Ja, ja, du willst immer direkt in die Action und machst nie was. Aber ich habe genug, um mir die Einhandkacke zu kaufen. Which is neat. Erhalte Jäger über Rest 4. Dafür bräuchte ich Bandit. Keine Ahnung, wo die hier so ist. Ich habe nämlich nicht genug, um das Ding zu mastern. Das ist ungefähr das, was ich erwartet habe. Das heißt, wir legen eben diesen Bloodcode an. Machen wir eben unsere Skills neu. Das kann ich mitnehmen. Das ist interessant. Wait, das ist der falsche Slot. Da möchte ich das denn haben. Dahin. Und den hier Spells. Nehmen wir doch mal just. Oh mein Gott, ich bin dumm. Dahin. Dahin. Was nehmen wir denn noch mit? Das sind Waffen und Safe Buffs. Das können wir mitnehmen. Nehmen wir Adrenalin mit, das müsste reichen. Und jetzt hoffe ich, dass ich durch das Clearen der Tiefen den klar meister. Okay, die haben wir alle, das haben wir, das heißt, das hier. Und natürlich ich bin nicht der Einzige, der runterspringt, ja? Wer auch sonst? Hallo, EZ, könntest du bitte nicht mein Ohr zerdrücken? Das wäre. Oh, Welten besser. Okay, okay. Da ist die Tür. Das war das hier. 4 Pfade, hä? Huh? Ich kenne ein Muster. Den Spell jetzt nicht so pralle. Ich meine, der ist ganz nett, aber wirklich gut ist der nicht. Hier irgendwas drunter zerschlagen, maybe? Anscheinend nicht.
Ganz hat mir auch. Das waren 3 Wolfram. You what, mate? What the fuck? Das heißt, ich kann mir eine +10 Waffe bauen. Warum droppen denn hier drin höhere Upgrade-Materialien als in den Leveln? Na gut, das ist natürlich crazy. Das ist echt crazy.